Henry Kissinger ist gestorben letzte Woche und es gibt wahrscheinlich wenig Politiker, die derart umstritten waren wie er. Für die einen war ein brillanter Kopf und eine hochrespektable Persönlichkeit, andere hätten ihn am liebsten vor ein Kriegsverbrechertribunal gestellt. Für die war er der Inbegriff für eine machtbesessene, menschenverachtende Politik. Und er war ja nicht nur Ehrenmitglied beim Fußballverein Greuther Fürth, sondern er war auch Ehrenmitglied im Aufsichtsrat von Freeport McMoRan, dem größten Kupferproduzenten der Welt. Und diesen schönen Posten, den hat er nicht einfach so bekommen, wie wir gleich sehen werden. Charlie Munger ist tot, Henry Kissinger ist gestorben und mir ist auch schon ganz schlecht. Aber im Ernst, letzte Woche war schon irgendwie schlimm, lauter Leute sind gestorben, die zu Lebzeiten ja eigentlich schon Legenden waren. Und dann auch noch Shane McGowan von den Pogues. Und letzte Woche unter meinem Nachruf zu Charlie Munger, da haben eigentlich gleich mehrere Zuschauer unabhängig voneinander drunter geschrieben, sie haben das Gefühl, eine Ära geht zu Ende. Und das ist natürlich meistens kein schönes Gefühl. Charlie Munger hat also schon einen Nachruf von mir bekommen. Henry Kissinger hat bis jetzt noch keinen bekommen. Aber Henry Kissinger war natürlich auch tausendmal umstrittener. Er war eigentlich ein Akademiker, ein Politikwissenschaftler. Er hat gelehrt in Harvard unter anderem und ist dann aber 1969 ernannt worden zum nationalen Sicherheitsberater von Präsident Richard Nixon. Und von seinem Nachfolger Gerald Ford ist er dann ernannt worden zum amerikanischen Außenminister. Es waren harte Zeiten damals, es war Kalter Krieg, der Vietnamkrieg hat schon seit Jahren getobt und überall auf der Welt ist der Kommunismus hochgekommen oder das, was man dafür gehalten hat. Und die Frage war, was sollen die USA tun? Die Antwort von Henry Kissinger war Realpolitik. Bloß kein Idealismus, bloß keine Moral, so wie zum Beispiel bei Präsident Wilson im Ersten Weltkrieg, dass man denkt als Außenpolitiker, dass Außenpolitik so eine Art Kampf gut gegen böse ist. Sowas war für Kissinger ein Gräuel, das war für ihn Kreuzzugsmentalität. Und die richtet nur Schaden an und die kann man sich auch nicht mehr leisten im Atomzeitalter. Die ideale Außenpolitik war für ihn, dass man nüchtern nur die eigenen Interessen verfolgt und so auch die anderen Länder sieht. Die haben eben auch Interessen, es sind nur andere. Und an die Moral von denen, da braucht man gar nicht groß appellieren, aber an Interessen, damit kann man arbeiten. Seine Welt, das war zum Beispiel der Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg oder das System Metternich nach 1815, hier von damals eine Karte von Europa, dass also eine Ordnung entsteht und ein Mächtegleichgewicht, nicht weil man jetzt mit dem einen besser kann und mit dem anderen weniger gut kann, sondern nur durch eine realistische Einschätzung der Lage von jedem, so wie sie nun mal ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich das vielleicht falsch oder zu einfach dargestellt habe. Aber Außenpolitik ohne Moral ist Außenpolitik ohne Moral. Und der Gegenspieler 1969 war natürlich die Sowjetunion, also hat man so gut wie mit jedem zusammengearbeitet, der auch den Kommunismus bekämpft hat, egal ob der jetzt gut war oder böse oder sehr böse. Und zum Beispiel starke antikommunistische Diktaturen in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, das war eben auch im Interesse der USA, weil es ging ja ums große Ganze. Machen wir einen kleinen Sprung in die Wirtschaft zu Freeport McMoRan. Kennen Sie natürlich, das ist der größte Kupferproduzent der Welt nach Codelco, aber Codelco ist eben staatlich. Freeport McMoRan hat eine Jahresproduktion von 1,5 Millionen Tonnen Kupfer, Börsenwert 54 Milliarden Dollar. Bei den Anlegern ist die Aktie sehr beliebt, weil man weiß, Freeport hat einen großen Ausstoß, sie haben große Reserven und Kupfer hat ja auch Zukunft als Rohstoff.
Ist es wirklich so? Ich gehe jetzt hier nicht den Kupfersektor durch, weil dazu gibt es morgen nämlich eine Hauspost von mir. Also mit den Themen, mit dem Thema, wie läuft es bei Kupfer? Warum ist es die letzten 2 Jahre gefallen? Ist es eine Chance? Und was sind das für Aktien, mit denen man vielleicht davon profitieren könnte? Abgesehen jetzt mal von Freeport, um die geht es ja schon heute. Die Hauspost ist gratis, morgen geht sie raus. Das heißt, wenn Sie sie noch nicht haben und wenn Sie sie aber gerne hätten, dann tragen Sie sich jetzt schnell noch dafür ein auf www.heinrichs-hauspost.de, wenn Sie das Thema Kupfer vertiefen wollen. Der wichtigste Vertreter ist Freeport MacMoran. Freeport MacMoran, ein waschechtes amerikanisches Unternehmen, gegründet 1912. Die haben schon alles Mögliche gemacht. Sie haben auch heute ein paar Minen auch in Nordamerika und in Südamerika. Aber das Herzstück, die große Cash Cow, das ist die Mine Grasberg in Indonesien. Die größte Kupfer- und Goldmine der Welt und das seit Jahrzehnten. Der Name Grasberg ist ein bisschen irreführend, weil Gras wächst da schon lang keins mehr und den Berg gibt es eigentlich auch nicht mehr. Dafür gibt es eine Produktion von 200.000 Tonnen Kupfer und 500.000 Unzen Gold, nur jetzt wieder im dritten Quartal. Die Mine liegt in Westpapua. Freeport hat da schon 1960 angefangen mit der Exploration. Da war das alles noch unter holländischer Verwaltung. Sie waren also schon wirklich Pioniere. Danach ist Westpapua in Indonesien gegangen und dann ging es los mit diesen beiden Herren, Sukarno und Suhartor. Suhartor werden oft verwechselt, sofern man sie überhaupt kennt. Sukarno war ab 1945 der erste indonesische Präsident, autoritär und linksgerichtet. Kein Kommunist vielleicht, aber hat sich immer stärker an die Sowjetunion angenähert. Bis er 1967 aus dem Amt geputscht worden ist von General Suharto. Suharto war dann rechtsgerichtet, war danach über 30 Jahre lang der Diktator und im Zuge von diesem Putsch sind mindestens 500.000 Indonesier ermordet worden. Manche sprechen von bis zu 3 Millionen. Unter neutraler bis wohlwollender Beobachtung des Westens. Aber Freeport hat unter Suharto endlich loslegen können und 1973 ist Grasberg dann in Betrieb gegangen. Die Jahre danach hat es aber viel Ärger gegeben. Freeport hat anscheinend die Umwelt dramatisch verschmutzt mit der Mine, zumindest ist es überall behauptet worden. Es war aber auch ein Politikum, das Ganze. Für viele war die Mine eben das Symbol für das Suharto-Regime. Und Westpapua ist ja auch von Indonesien besetzt worden. Und auch da sind wahrscheinlich über 100.000 Leute von der Regierung ermordet worden. Und es hat dann eine terroristische Bewegung gegeben in der Region. Die hat auch wirklich Anschläge verübt gegen die Grasberg-Mine. Das Militär hat diese Mine dann schützen müssen. Und bei einem von diesen Anschlägen, da hat das Militär dann eine Vergeltungsaktion durchgeführt und nur dabei mindestens 800 Menschen umgebracht in den Nachbardörfern. Und das war nur ein Vorfall. Also man kann da natürlich jetzt nicht mehr irgendwie von Minenprotesten reden, sondern das war eigentlich Krieg. Aber ist jetzt nicht die Schuld von Henry Kissinger gewesen? Da ist das Problem ein anderes. 1995, noch unter Suharto, ist Henry Kissinger von Freeport in den Verwaltungsrat aufgenommen worden. Jahresvergütung anscheinend $200.000. Warum? Wahrscheinlich hat man geglaubt bei Freeport, dass Henry Kissinger einen guten Draht zur indonesischen Regierung hat. Aber warum hat man das geglaubt? Es hat noch ein anderes Land gegeben, das von Indonesien besetzt worden ist, nämlich Osttimor. Am 7. Dezember 1975 hat Indonesien Osttimor angegriffen. Die Invasion und die Besetzung hat 150.000 Menschen das Leben gekostet. 800.000 Menschen haben vorher dort gelebt. Das heißt, man kann wirklich sagen, das war ein Genozid. Aber nur einen Tag vorher, am 6. Dezember 1975, da waren der amerikanische Präsident Gerald Ford und Henry Kissinger bei Suharto in Jakarta. Und nach allem, was man weiß, von Augenzeugen, von Gesprächsprotokollen und so weiter, da waren die USA über diese Invasion informiert und sie haben sie abgenickt. Und der amerikanische Botschafter Newscom, der soll gesagt haben, wenn Indonesien da einmarschiert, dann hoffe man bloß, sie würden das effektiv
effektiv machen, schnell und nicht mit unseren Waffen. Henry Kissinger selber hat dazu gesagt, wir wussten nicht viel über Osttimor. Als Ford und ich Jakarta verließen, da sagten uns die Indonesier am Flughafen, dass sie in den nächsten Tagen einmarschieren würden. Es war das Jahr, in dem Vietnam fiel und die Kubaner Waffen nach Angola lieferten. Wir wollten keine Auseinandersetzung mit den Indonesiern über ein Land, über das wir nicht viel wussten. Und ja, klingt eigentlich fast schon nachvollziehbar irgendwie. Er sagt eben, wir haben genug andere Probleme gehabt. Jetzt bloß in Indonesien nicht noch ein Fass aufmachen wegen irgendeinem komischen kleinen Land. Aber es ist eben leider trotzdem so. Das Regime in Indonesien, das war eben eins von den übelsten, bösartigsten überhaupt damals. Und das Muster hat es auch öfter gegeben in der US-Außenpolitik. In Pakistan, in Chile beim Militärputsch, in Argentinien beim Militärputsch. Immer unglaubliche Grausamkeiten und immer der Eindruck, die USA haben es vielleicht sogar unterstützt, sie haben es aber in jedem Fall abgenickt. Sie haben grünes Licht gegeben. Aber wie auch immer, als die Diktatur dann vorbei war in Indonesien, da hat die neue Regierung zu Freeport gesagt, wenn das mit der Umweltzerstörung so weitergeht, dann ist jetzt bald Schluss mit Grasberg. Und da ist dann aber sofort Henry Kissinger angeflogen gekommen und hat denen gesagt, Verträge muss man schon einhalten, weil sonst kriegt man keine Auslandsinvestitionen mehr. Was natürlich schon auch irgendwie stimmt. Aber er hat seinen Job damit sozusagen gemacht. Grasberg produziert heute noch und Henry Kissinger ist dann sogar gleich auch noch zum Sonderberater des indonesischen Präsidenten auch ernannt worden. Es hat sich also für alle gelohnt. So läuft das. Nachruf auf Henry Kissinger. Man hätte ihn wahrscheinlich schon lang abgeheftet irgendwie als einen von den vielen von diesen typischen zynischen amerikanischen Politikern im Kalten Krieg. Wenn er nicht auf der einen Seite Tonnen von Büchern geschrieben hätte, also hier habe ich nur ein paar, die Memoiren natürlich, On China dann auch und dann haben wir hier noch Diplomacy, die Vernunft der Nationen, das ist sein Standardwerk, sehr, sehr empfehlenswert und auch ein relativ neues Buch, Weltordnung, auch interessant. Er hat eben geschrieben, er hat immer wieder argumentiert, er hat immer wieder seinen Standpunkt erklärt auf tausenden von Seiten und bei aller Selbstgerechtigkeit, die da vielleicht auch manchmal durchschimmert. Aber ich persönlich habe schon meistens das Gefühl gehabt, ja, der Mann ist ernsthaft und ja, er hat es eigentlich richtig machen wollen. Und auf der anderen Seite, er war aber natürlich dann auch oft erfolgreich. Vietnam war ein Desaster, militärisch, machtpolitisch und natürlich auch moralisch. Ein komplettes Desaster. Die Bombardierungen, die Lügen, die ganzen Opfer. Irrwitzigerweise haben Kissinger und Le Duc Tho, der Vertreter von Nordvietnam, die haben 1973 ja den Friedensnobelpreis bekommen für den Waffenstillstand, den sie da ausgehandelt haben. 2 Jahre später war der Krieg aber erst vorbei. Und Le Duc Tho hat den Preis auch gleich abgelehnt und Henry Kissinger war es auch ein bisschen peinlich. Er hat ihn nicht persönlich entgegengenommen und er hat später dann auch angeboten, dass er ihn wieder zurückgibt. Der Ingeborg-Bachmann-Preis wäre ihm wahrscheinlich lieber gewesen. Den hat er nicht gekriegt, dafür hat er Ingeborg-Bachmann gekriegt. Weil, wie er selber ja auch öfter mal gesagt hat, Macht ist das beste Aphrodisiakum. Auch das war eine ziemlich bizarre Geschichte. Aber er hat eben auch große Erfolge gehabt. Die Vermittlung zum Beispiel zwischen Ägypten und Israel nach dem Yom Kippur-Krieg, das war der erste richtige Durchbruch damals im Nahen Osten. Dann die Abrüstungsverhandlungen, die SALT-Verhandlungen mit der UdSSR, die erste echte Entspannungsphase im Kalten Krieg, das hätte auch keiner gedacht. Und Henry Kissinger hat auch immer darauf beharrt, dass auch das ein Erfolg der Realpolitik gewesen ist. Dass man eben immer entschlossen aufgetreten ist gegenüber der UdSSR auf der einen Seite, dass man da jetzt aber nicht ideologisch verbohrt war. Und dann natürlich der größte von allen Erfolgen, der Paukenschlag, die Annäherung an China.
Ein unglaublicher Fortschritt. Das Ganze hat China zurückgebracht in die Welt. Es hat China und ganz Asien eigentlich ja auch Frieden und Wohlstand gebracht für Jahrzehnte. Und es hat auch die ganze Welt vorangebracht in der Zeit. Es wird zurzeit nur leider wieder rückabgewickelt, das Ganze. Und darum hat man Henry Kissinger in China jetzt auch besonders betrauert und hat offiziell gesagt, er war ein guter alter Freund des chinesischen Volkes. Aber so eine Annäherung an ein Land wie China, das können natürlich auch nur harte, abgebrühte Realpolitiker machen. Weil wenn es damals einen Diktator gegeben hat, der noch zigmal schlimmer war als alle anderen, dann war das natürlich Mao. Und Nixon und Kissinger sind auch dafür natürlich damals scharf kritisiert worden teilweise. Trotzdem war es ein riesiger Durchbruch. Was bleibt also von ihm? Ist nicht leicht zu sagen. Für mich ist er jemand, an dem man unter anderem sehen kann, vieles ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und er ist aber natürlich auch definitiv eine Erinnerung daran, was das zum Teil auch für eine Zeit war damals, für eine üble, erbarmungslose Zeit, der Kalte Krieg. Das vergisst man ja immer leicht. Die gute alte Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war und wo auch alles so schön aufgeteilt war in Gut und Böse. Aber so ist es niemals gewesen. Und umgekehrt, heute ist eben auch nicht alles schlechter, als es früher war. Indonesien zum Beispiel ist heute demokratisch. Freeport ist anscheinend inzwischen auch ein halbwegs normaler Konzern, zumindest jetzt auch nicht schlimmer als die anderen auch. Die Grasberg-Mine, die gehört ihnen jetzt nur noch zu 49%, der Rest gehört dem indonesischen Staat, sodass sie, wenn die Umwelt jetzt immer noch verschmutzt wird, dass sie sagen können, beschwert euch doch bei eurer indonesischen Regierung. Das Hauptproblem ist, dass Indonesien im Moment nicht erlaubt, dass sie das Erz einfach nur so exportieren, sondern das muss es im Land gleich weiterverarbeitet werden und da auch Arbeitsplätze schaffen. Und darum bauen sie jetzt in Indonesien gerade ein neues großes Hüttenwerk. Aber sonst stehen sie immer noch ganz gut da. Und wie die anderen Kupferproduzenten dastehen und wie Kupfer insgesamt auch dasteht, wie gesagt, dazu können Sie morgen den neuen Report lesen von mir, Heinrichs Hauspost, ein heißer Kandidat auf den nächsten Ingeborg-Bachmann-Preis 2024. Und trotzdem kriegen Sie ihn immer noch gratis auf www.heinrichs-hauspost.de. Denken Sie daran, dass Sie sich den noch besorgen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.